Ja, ein Thema, das mich in meiner Forschung immer sehr beschäftigt hat, ist die Frage nach Macht und Ohnmacht. Weil nach den Vorträgen sind manchmal Menschen auf mich zugekommen und haben gesagt, ich verstehe ja, dass diese Kriege illegal sind, weil sie gegen das UNO-Gewaltverbot verstoßen. Ich verstehe auch, dass in den Medien manchmal gelogen wird, also Kriegspropaganda verbreitet wird. Ich verstehe auch, dass die Politiker, Präsidenten, Premierminister irgendwie das Prinzip Menschheitsfamilie nicht interessiert, sondern die überfallen dann einfach ein anderes Land und töten dort die Menschen. Aber ich fühle mich machtlos. Ich fühle mich einfach machtlos gegenüber den Medien, gegenüber den Politikern, gegenüber den Kriegen. Ich höre ihnen gerne zu. Ich finde das irgendwie spannend, das zu hören. Aber irgendwie, Schluss, frage ich mich immer, was kann ich jetzt tun? Und das ist eine gute Frage. Was kann man selber tun und wo ist die eigene Macht? Und eigentlich habe ich das Gefühl, dass wir Menschen manchmal sehr gerne unsere Achtsamkeit auf etwas richten, wo wir keinen Einfluss haben. Und dann sagen wir, schau her. Ich kann ja nichts machen, ich bin ein Opfer der Umstände. Also zum Beispiel, ob es jetzt heute regnet oder ob die Sonne scheint, da kann ich jetzt persönlich rein gar nichts machen. Also das Wetter ist ein Faktor, der so ist, wie er ist, der ist da draußen. Und die Kriege sind nicht gerade wie das Wetter, aber die Friedensbewegung gibt es ja schon lange und es wäre halt schön, wenn die Friedensbewegung stärker würde und dann weniger Kriege da wären. Aber man muss sich auch auf die Situation vorbereiten, dass die Friedensbewegung da ist und dass die Kriege trotzdem da sind, also dass das beides gleichzeitig passiert. Und mein Tipp einfach ist, dass man nicht den Fokus auf das richtet, was man nicht beeinflussen kann, sondern den Fokus auf das richtet, was man beeinflussen kann. Weil niemand wird bestreiten, dass man ja zum Beispiel ein Buch lesen kann, wenn man will. Ja, jeder wird zugeben, ja klar, also ich kann ein Buch lesen, aber es hat ja keinen Einfluss auf den nächsten Krieg. Nein, auf den nächsten Krieg vermutlich nicht, aber auf uns selber, unser eigenes Bewusstsein hat es einen sehr großen Einfluss. Und dann, welches Buch liest man? Ja, findet man Lektüre, die einem aufbaut, die einem sehr im friedlichen Bewusstsein verankert? Es gibt viele Bücher. Ich möchte überhaupt nicht Werbung einfach jetzt für mein Buch machen. Ich möchte sagen, es gibt ganz viele Bücher. Ich habe selber sehr von anderen Büchern profitiert. Und die Bücher sind ja eigentlich sehr günstig für die Weisheit, die sie enthalten, oder auch die Hörbücher. Und da merkt man, okay, ja gut, da habe ich einen Einfluss, ja, was für Bücher ich lese. Also kommt man schon so einen ersten Schritt aus dieser Machtlosigkeit raus. Der zweite Schritt ist dann eigentlich, dass man sich fragt, nicht nur die Bücher, sondern generell, welche Medien konsumiere ich? Habe ich noch einen Fernseher? Also da muss ich eine persönliche Geschichte erzählen. Ich halte Fernsehen für ein massives Propagandainstrument, weil es läuft immer emotional, ja, sehr viel Information, alles emotional und man kann es eigentlich am Schluss gar nicht verarbeiten. Man ist dann irgendwie so ein bisschen berieselt und meine Frau sagt immer, ja, dann geben wir doch den Fernseher weg, gehen wir einfach weg. Aber ich schaue eben sehr gerne Fußball, also ich schaue gerne Champions League und darum haben wir den Fernseher noch und ich bin vermutlich eigentlich der Einzige in der Familie, der noch reinschaut und ich schaue auch nur Fußball. Aber manchmal schaue ich mal einen Film. Aber eigentlich kann man sich dann fragen, ja, soll man jetzt den Fernseher weggeben oder nicht? Und da kann man sich dann wieder fragen, ja, habe ich diese Macht oder habe ich sie nicht? Und dann muss man doch zugeben, man hat diese Macht. Die eigene Macht, ob man dieses Gerät noch hat. Oder dann vielleicht für die jüngeren Menschen, die Smartphones, haben sich sehr, sehr stark ausgebreitet. Da muss man sich daran erinnern, die Smartphones gibt es erst seit 2007, erst seit 13 Jahren. Damals hat Steve Jobs von Apple das erste iPhone vorgestellt und gesagt, mit diesem Gerät kann man nicht nur telefonieren, sondern auch Fotos machen. Wir waren alle so, wow, Fotos. Und da kann man noch aufs Internet. Und wir, wow, mit dem Gerät aufs Internet. Das ist jetzt schon länger her. Aber jetzt kann man ja die Bildschirmzeit kann man messen und das kann man dann einstellen, kann man sich sagen, ich möchte jeden Tag maximal eine Stunde Bildschirmzeit. Kann man einstellen. Da hat man Macht, ja, hat man Macht. Der nächste Punkt ist dann, welche Zeitungen liest man? Also
Ich gehe jetzt stufenweise durch, vom Bücherlesen zum soll man Fernseher verschenken, zu wie viel Online-Zeit, oder wenn man eine ganz extreme Übung machen möchte, kann man auch sagen, wie geht es mir, wenn ich einen Monat lang mein Smartphone weggebe in eine Kiste? Schaffe ich das? Geht das überhaupt? Oder eine Woche als Übung oder einen Tag? Man kann dann vielleicht den engsten Menschen, das sind oft 20 Menschen, mehr sind es nicht, zuerst ein SMS schreiben und sagen, ich bin jetzt offline 24 Stunden oder 7 Tage, ihr könnt mich nicht erreichen. Das ist ein sogenanntes digitales Timeout. Über das hat man sehr viel Macht. Das entscheidet man selber. Tatsächlich hat der Präsident der USA oder der Präsident von Russland überhaupt keine Macht darüber, ob sie das tun oder nicht. Ja, er hat auch keine Macht darüber, ob sie ein Buch lesen oder ob sie kein Buch lesen. Das heißt, wenn man es von der Seite anschaut, merkt man, oh, ich habe über viele Dinge Macht. Nämlich über meine Informationskultur. Und letzten Endes wird man zugeben müssen, dass die Information eigentlich uns steuert. Das ist eine Tatsache und man kann dann eigentlich den Informationsfluss ein bisschen aufmerksamer strukturieren, weil man weiß, diese Information hat einen großen Einfluss auf einem selber. Und dann kommen wir zum nächsten Schritt, zum Essen. Was Sie morgen essen, ist doch Ihre Entscheidung. Das ist ja nicht der Präsident von Frankreich oder die Kanzlerin von Deutschland, die das entscheidet. Das ist auch nicht der Schweizer Bundesrat, der das entscheidet. Das ist Ihre Entscheidung. Und dann kommt man wieder, ja klar, ich entscheide das. Und dann fragt man sich, ja, wie bewusst bist du denn, wenn du entscheidest? Kaufst du Fleisch aus Massentierhaltung, wo die Tiere gelitten haben und noch mit Antibiotika vollgestopft wurden, die du dann in dir hast? Und die Angst, die Tiere erlebt haben, hast du vielleicht auch in dir? Oder isst du ganz wenig Fleisch? Und wenn du Fleisch kaufst, kaufst du solches aus Bio-Haltung? Oder welches Gemüse kaufst du? Ja, ich kaufe das billigste Gemüse. Ja, aber das billigste Gemüse hat natürlich viele Giftstoffe drauf. Warum kaufst du nicht das teure Gemüse, das ein bisschen weniger schön aussieht, aber kauf einfach weniger. Iss ein bisschen weniger, aber ein bisschen gesünder. Ist doch möglich. Trinkst du Wasser oder trinkst du Süßgetränke? Und so kann man eigentlich Schritt für Schritt herausfinden, dass man eigentlich selber entscheidet, was hier durch die Lippen geht. Das ist der Ort, über den wir Nahrung aufnehmen. Und zwar ist es sehr, sehr entscheidend, was man isst. Das hat sehr, sehr viel dann mit dem Wohlbefinden zu tun. Da gibt es andere Menschen, die mehr darüber wissen, über Ernährungsberatung. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass man da keine Kontrolle hat. Im Gegenteil, man muss zugeben, man ist der Einzige, der darüber Kontrolle hat, weil ja niemand jetzt wie ein Kind früher noch gefüttert wird, sondern wir füttern uns alle selber. Die Information, die geht durch die Augen und durch die Ohren. Also wenn Sie jetzt diesen Online-Kurs sozusagen mitmachen, was mich sehr freut, und Sie schließen die Augen, dann sehen Sie, dass die Information noch durch die Ohren geht. Sie können eigentlich weiterhin dem Kurs folgen. Wenn Sie jetzt aber die Augen aufmachen und die Ohren schließen, dann sehen Sie nur das Bild. Dann können Sie nicht mehr so gut folgen. Das heißt, letzten Endes haben wir eine große Macht über unsere Ohren und unsere Augen, weil da entscheiden wir, welche Informationen wir aufnehmen. Zudem haben wir eine große Macht über unseren Mund, weil da entscheiden wir, was wir essen. Des Weiteren haben wir eine sehr große Macht über unsere Füße. Wir können nämlich entscheiden, ob wir in den Wald rausgehen oder ob wir das nicht tun. Es sind ja Ihre eigenen Füße. Der Trick ist immer das Gleiche. Sie setzen einen Fuß vor den anderen und dann sind Sie im Wald. Sie können das auch nicht machen, dann sind Sie eben nicht im Wald. Aber es ist ja Ihr Entscheid. Das heißt, ich sage das jetzt so deutlich, weil ich schon so viele Menschen getroffen habe, die auf mich zugekommen sind und mir eigentlich gesagt haben, ich habe keinen Einfluss auf die ganzen Geschehnisse. Und dann gebe ich dem schon recht. Es gibt das Gefühl von Ohnmacht, gerade wenn ein Krieg ausbricht, den man nicht möchte. Aber über das eigene Leben hat niemand, überhaupt niemand, so viel Macht wie wir selber. Und das geht ja dann weiter. Es fängt mit der Information an, es geht mit dem Essen weiter und dann plötzlich kommt der nächste Punkt, Ihr Geld. Ja, für was geben Sie Ihr Geld aus? Und dann merkt man, aha, ja, stimmt, das hat ja einen großen Einfluss, ob ich hier einkaufe oder ob ich dort einkaufe. Das sind die Geldflüsse. Und ich glaube, im 21. Jahrhundert wird es immer mehr darum gehen, dass wir eigentlich sehr wachsam unsere Achtsamkeit auf das lenken, was wir beeinflussen können. Ja,
Ja, dass wir dann eigentlich in unsere Kraft kommen als Täter. Man ist dann wirklich selber verantwortlich. Also wenn ich ein Buch schreibe, ich habe eben dieses Buch geschrieben, dann kann ich nicht sagen, ja, da kann ich jetzt nichts dafür, dass es so rausgekommen ist, wie es rausgekommen ist. Und ich habe ja wirklich mich hingesetzt und das geschrieben. Also es ist mein Buch. Das heißt, dann übernimmt man die ganze Verantwortung für das, was man schreibt. Auch für die Fehler, die es drin hat. Es hat in jedem Buch immer, da fehlt ein Komma, da fehlt ein T. Das ist so. Also am Schluss werden Sie merken, nichts ist perfekt. Und da muss man sich auch wieder verzeihen und sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung, aber ich gehe immer eigentlich mit einer Zuversicht rein und lasse mich nicht von Ohnmacht erdrücken. Weil was passieren kann, wenn man sehr viel von dieser Information aufnimmt über die Kriege, über die Lüge, über die Kriegspropaganda, kann ein Gefühl von Ohnmacht entstehen. Und ich rate immer, dass man dann eigentlich zu seiner eigenen Kraft zurückfindet und sieht, was man selber beeinflussen kann und diese Kraft auch wahrnimmt. Wenn man mit anderen Menschen zusammenkommt, man trifft sich unter Freunden oder man kommt ins Gespräch, vielleicht mit jemandem Unbekannten in der Straßenbahn, da hat man ja wieder selber eigentlich die Entscheidungskraft, über was man überhaupt sprechen will. Auch das ist letzten Endes unsere eigene Verantwortung. Und wenn man das dann alles so sieht, habe ich schon Leute erlebt, die haben mir gesagt, oh, eigentlich fand ich das angenehmer zu denken, ich habe keine Macht, dann muss ich auch gar nichts tun und dann ist das sozusagen erledigt, ich bin ohnmächtig, alles gut, die Bösen machen Kriege, ich habe nichts damit zu tun, schönen Tag noch. Und jetzt, wenn ich Ihnen da so zuhöre, jetzt haben Sie mir das erklärt, dass ich ja eigentlich zuständig bin, für was ich esse, wo ich hingehe, mit wem ich spreche, welche Themen ich wähle, welche Medien ich konsumiere, das ist mir schon fast ein bisschen anstrengend, ja, weil da bin ich ja immer in der ganzen Verantwortung. Und da sage ich, das ist wirklich die Übung. Also das ist wirklich die Übung, die man in der Friedensbewegung tun soll. Man soll eigentlich sich nie als Opfer fühlen, sondern immer als Täter. Und ich meine jetzt Täter nicht in einer bösen Art von Täter, der hat jemandem geschadet, sondern einfach, dass man Verantwortung übernimmt für sein eigenes Leben und dass man auch Verantwortung übernimmt für seine Gedanken und Gefühle. Ja. Ich habe einen amerikanischen General, dessen Buch habe ich gelesen, der heißt Smedley Butler. Und der hat auch Verantwortung im Rückblick übernommen. Der hat in vielen Kriegen gekämpft für die USA, hat viele Leute umgebracht. Und dann 1935 schrieb Smedley Butler ein interessantes Buch. Da hat er geschrieben, Krieg ist ein organisiertes Verbrechen. War is a racket. Und er sagt, ja, Krieg ist nichts als ein schmutziges Geschäft. Ein schmutziges Geschäft lässt sich, glaube ich, als etwas beschreiben, das nicht das ist, wofür es die Mehrheit der Bevölkerung hält. Nur eine kleine Gruppe Eingeweihter weiß, worum es sich handelt. Es wird betrieben zum Nutzen ganz weniger auf Kosten der Massen. Einige wenige verdienen mit Kriegen sehr viel Geld. Der Haken an Amerika besteht darin, dass wenn der Dollar hierzulande nur 6% verdient, er unruhig wird und nach Übersee geht, um 100% zu kriegen, also einfach mehr Gier, mehr Geld. Anschließend folgt die Flagge dem Dollar und die Soldaten folgen der Flagge. Ende Zitat. Ein Buch von 1935, da hat sich gar nichts daran geändert, auch wenn es schon ja, sehr, sehr alt ist, das Buch. Und was ich damit meine, ist, dass jeder irgendwann zum Punkt kommt, wo er sich selber in die Verantwortung nimmt und sagt, okay, ich bin ja eigentlich selber zuständig für mein Leben. Und ich bin auch die Person, die am meisten Einfluss hat auf das eigene Leben. Und da habe ich natürlich verschiedene Soldaten, Offiziere, diese Biografien angeschaut, wie sie dann selber über ihre Taten nachdenken. Und Smedley Butler wurde eigentlich, er hat Medaillen bekommen, hohe Auszeichnung, wurde vom hochrangigen Offizier wurde er zum Friedensaktivisten. Er ist einer, der dann wirklich eigentlich gesagt hat, warum erschießen wir da andere Menschen, nur dass die Leute in Wall Street mehr Geld verdienen. Das heißt, er ist in diese Achtsamkeit reingegangen. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessanter Mann, der Smedley Butler. Und da möchte ich wirklich eigentlich dieses Modul abschließen. Es ist eine Täuschung zu glauben, wir sind ohnmächtig. Tatsächlich sind wir alle schöpferische Wesen. Jeder hat Einfluss, jeder kann etwas bewirken.
Und es ist auch eine Freude, das bei sich selber festzustellen und da und dort Dinge zu ändern und sagen, jetzt mache ich das mal so, mal schauen, wie sich das auswirkt. Und das mache ich immer wieder und das kann ich eigentlich allen empfehlen. Diese Haltung der, ich bin ohnmächtig, ich bin nur Opfer der Umstände, wird auch gerne erzählt, um die Leute schwach zu halten. Aber das stimmt nicht. Wir haben einen großen Einfluss. Was Sie morgen essen, ist doch Ihr Entscheid. Die Themen, die Sie morgen ansprechen, ist doch Ihr Entscheid. Welche Informationen Sie morgen aufnehmen, da haben Sie einen riesen Einfluss. Nutzen Sie ihn.